Hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir und Leute, heute ärgern wir einfach mal den ganzen Tag Emily. Dafür habe ich auch schon eine ganze Kiste vorbereitet, wo die ganzen Troll-Sachen drin sind. Aber Leute, abonniert auf jeden Fall erstmal diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und wenn es euch gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lami-Army. Oh ja, und Freunde, ich zeige euch mal die ganze Kiste hier. Hier sind ganz, ganz viele Sachen vorbereitet. Und der erste Troll, mit dem wir starten, ist der Fake-Bankautomat. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal hier so ganz schnell einen Bankautomaten hin. Und wenn Emily dann gleich kommt, dann wird sie hoffentlich ihre Diamanten dort reinschmeißen. Und dann werden wir einfach ihre Diamanten behalten. Ich glaube, das ist eigentlich ein guter Einstieg. So, wir machen das hier mal wieder zu. So, zack, 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 Freunde. Das geht ganz schnell hier. Und okay, ich glaube, das sollte jetzt passen. So, und dann warten wir einfach mal, bis die liebe Emily kommt mit ihren ganzen Diamanten. So. Oh, Lami, wo bist du? Was ist das denn für ein komischer Klotz da? Oh, sie hat ihn entdeckt, Freunde. Ist das ein Bankautomat? Okay, das ist eigentlich ziemlich gut. Ich wollte eh mein Geld auf die Bank endlich bringen. Also, die Diamanten kommen hier rein? Okay, ups. Das ist ja total doof hier. Aber es scheint ganz seriös zu sein. Also, alle rein da. So, jetzt nur noch meine PIN eingeben und ich glaube, jetzt ist endlich mein ganzes Geld auf der Bank. Oh, wie cool ist das denn? Oh, Freunde, das hat ja wirklich perfekt geklappt und die ist einfach eiskalt dort reingefallen. Wie kann man denn hier in diesen Automaten seine Diamanten reinwerfen? Ich meine, wo sieht das denn bitte seriös aus? Aber naja, Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt 64 Diamanten von Emily. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit dem zweiten Troll und zwar habe ich gedacht, ich schenke ihr einfach mal schöne Klamotten. Also ich sage einfach mal, das ist der neueste Trend und dass hier sowas bestimmt stehen wird. Wir gehen einfach mal nach Hause und Emily, na, wie geht's dir? Lami, da bist du ja endlich. Ich habe dich eben gesucht und dann habe ich so einen coolen Automaten gesehen. Aber was machst du hier? Ich habe dir paar neue Klamotten gekauft. Klamotten? Jetzt wirklich? Natürlich. Oh mein Gott, ich glaube, das ist mein Glückstag. Das sind neue Prinzessinnenklamotten. Willst du die mal anprobieren? Oh, Prinzessinnenklamotten? Gib die sofort her! Gib die sofort her! Na gut, dann zieh die mal an. Hier, bitteschön. Das ist der neueste Trend. Okay, das ziehen die jetzt alle an, oder was? Ja, natürlich. Das ist mal mega schön, Emily. Oh, wirklich? Ich wusste gar nicht, dass das andere Leute schön finden. Aber jetzt, wo du es sagst, das steht mir doch ganz gut mit meinem Bauch, oder? Natürlich, oder Leute? Wenn ja, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ach ja, kannst du mir was zu essen machen vielleicht? Ja, natürlich. Worauf hast du denn Hunger? Ach, mach mir einfach ein Sandwich. Okay, mach ich dir. Dann bis gleich. Die glaubt mir auch wirklich alles. Das sah ja echt komisch aus. Die sah aus wie so ein kleiner Bergarbeiter. Na gut, Freunde, der dritte Troll ist auf jeden Fall der mit der Kettensäge. Wir werden jetzt uns einfach in die Küche reinbuddeln mit der ganzen Kettensäge hier. Und los geht's. Und wow. Und hier kaputt machen. Emily? Lami, was passiert hier denn? Ich dachte, wir machen hier ein kleines wenig das Haus Lami? Ein bisschen anders. Was machst du denn da? Warum machst du unsere Küche kaputt? Ich dachte, wir machen hier einen coolen Pool hin. Das sieht total schlimm aus. Außerdem haben wir schon einen Pool. Oh. Lami, was machst du denn hier? Stimmt, ja, das mit dem Pool in dem Garten habe ich ja ganz vergessen. Upsi. Oh Mann, du bist echt... Jetzt darf ich das... Oh Mann. Okay, Freunde, das war auf jeden Fall der Kettensägen-Troll. Aber als nächstes... Oh ja, als nächstes habe ich den giftigen Kartoffeltroll. Leute, mögt ihr das, dass ich Emily heute den ganzen Tag ärgere? Wenn ja, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Dann kann ich das gerne öfters machen. Vielleicht auch mit Leo oder mit Lix. Na gut, und Emily, da bin ich wieder.
Ich bin hier draußen und repariere gerade alles, Lami. Warte mal, dann komm hier einfach mal rein. Was? Oh Mann, jetzt hast du alles wieder kaputt gemacht. Ich würde sagen, komm einfach mal rein und dann mache ich dir eine kleine Überraschung. Okay. Oh, eine Überraschung? Womit willst du mich denn überraschen, Lami? Naja, ich dachte, ich werde heute mal kochen. Du kochst für mich? Wie cool ist das denn? Oh, ja, total gerne. Mhm. Aber was willst du mir eigentlich kochen? Hast du Lust auf frische Kartoffeln? Oh, frische Kartoffeln mit Tzatziki? Ja, total. Ja, ja, genau, mit Tzatziki. So, und die Kartoffel ist fertig. Oh, ich freu mich. Du hast noch nie für mich gekocht. So, bitteschön, deine Kartoffel. Probier sie mal. Die sieht ein bisschen komisch aus, aber die wird bestimmt schmecken, Lami. Natürlich, probier mal. Lami, die schmeckt total gräuslich, als wäre die irgendwie schlecht oder so. Warte mal, wirklich? Hey, die schmeckt eigentlich ganz lecker, muss ich sagen. Das war echt eklig, Lami. Oh Mann, an deinen Kochkünsten solltest du wirklich noch was feilen. Oh Mann, ey, warte mal, ich glaube, ich mache das sofort wieder gut. Warte mal ganz kurz, ja? Okay, Leute. Alles gut. Jetzt startet der neue Troll und zwar die Fake-Diamanten. Ich habe hier Fake-Diamanten, wie man sieht. Und ich werde jetzt einfach sagen, dass sie sich was Leckeres bei McDonald's kaufen kann, da ich ja nicht so gut kochen kann. Aber mal gucken, ob sie auch damit bezahlen kann. Ich glaube nämlich nicht. Na, Emily, hast du vielleicht Lust auf richtiges Essen? Oh ja, ich habe mich extra wieder umgezogen. Ich habe total Hunger, Lami. Ich möchte zu McDonald's. Na gut, dann bitteschön, hier ein paar Diamanten. Du gibst mir Geld dafür? Natürlich. Oh, wie toll ist das denn? Oh, Lami, du bist wirklich der beste Mann auf der ganzen Welt. Ach, das weiß ich. Oh, na gut, dann viel Spaß bei McDonald's. Oh, danke schön. Oh, toll. Okay, Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall hinterherlaufen, weil bei McDonald's kann man auf jeden Fall nicht mit Fake-Diamanten bezahlen, Leute. Das wird jetzt auf jeden Fall mega lustig. Mal gucken, wie die Mitarbeiter von McDonald's reagieren werden. So, oh, die freut sich ja ziemlich doll, ey. Die hüpft da rum wie so eine kleine Biene. Oh, die darf mich natürlich nicht sehen, Freunde. So, mal gucken. Okay. Oh, hallo, McDonald's-Mitarbeiter. Habt ihr mich schon vermisst? Natürlich, du bist unser Stammkunde. Oh ja, ich bin der beste Stammkunde. Und heute möchte ich ein Big Mac, wie immer, oder, nehme ich doch zwei Big Macs? Ja, bitte zwei Big Macs. Na gut, zwei Big Macs, das macht dann 6 Diamanten, bitte. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hoffe, das passt so. Moment mal, Emily. Das sind keine richtigen Diamanten. Hey, willst du uns über den Tisch ziehen oder was? Wie, das sind keine Diamanten? Sind das etwa Fake-Diamanten? Fake-Diamanten? Ich rufe die Polizei. Aber Du wolltest uns bestehlen. Aber Lami hat die mir... Das tut mir wirklich leid. Das kannst du der Polizei sagen. Oh, ich komm morgen wieder. Das tut mir total leid. Ich werde ihnen richtige geben. Oh Gott, das hat ja peinlich. Mal mega gut geklappt. Oh Mann, Emily? Lami? Was machst du denn hier? Und das sind Fake-Diamanten, die bei McDonald's mögen mich jetzt gar nicht mehr. Fake-Diamanten? Das kann doch gar nicht sein, ey. Doch, die hast du mir gegeben. Du wusstest davon. Du bist echt gemein. Guck dir die mal an. Das sind doch keine Fake-Diamanten, ey. Ich glaube, du bist ein bisschen balla-balla. Du hast recht. Die sehen aus wie richtige Diamanten. Aber die bei McDonald's meinten, das wären Fake-Diamanten. Ich glaube, die haben dich ein bisschen getrollt. Oh Mann, ey, diese McDonald's-Mitarbeiter. Ich würde sagen, warte mal, ich glaube, der Postbote hat dich gerufen. Geh mal zu ihm. Hallo Postbote, haben Sie etwa ein Päckchen für mich? Ja, ich wollte einfach nur fragen, wie es dir geht. Okay. Mir geht's total gut. Und, so, Freunde, wir gehen jetzt einfach hier lang und buddeln einfach hier unter der Tür ein Loch und dann wird Emily dort eiskalt reinfallen. Das wird mega lustig. So, das einmal weg hier. Und so, jetzt buddeln wir ein kleines Lochlein hier. Und ich glaube, das sollte reichen. Na gut, dann gucken wir mal, wann Emily reinkommt. Und... Das war echt ein tolles Gespräch. Dankeschön.
Ciao, ciao. Oh Gott, jetzt muss ich aber ganz schnell wieder rein. Ich habe nämlich tierisch Hunger und möchte jetzt auch langsam mal was essen. Wo bin ich denn hier gelandet? Emily? Hilfe, Lami, ich brauche Hilfe. Hilfe, warte, ich hole ganz schnell Hilfe. Ich hole ganz schnell Hilfe, ich meine, ich hole ganz schnell Stielgranaten. So, dann werfen wir die einfach mal rein und... Emily, na, hier ist deine Hilfe. Nein! Was war das denn? Lami? Das hat keiner hast gesehen. Hast du mich etwa wieder getrollt? Oh Mann, du bist echt gemein. Was, das stimmt was doch gar soll das denn? Wirfst du mich hier etwa mit Granaten ab? Nein. Du bist doch völlig verrückt geworden. Pass auf, wenn ich dich bekomme. Du kriegst richtig auf den Popo. Emily, das war alles geplant. Ich wollte dir nur sagen, heute ist doch ein besonderer Tag. Weißt du nicht mehr? Ein besonderer Tag? Mhm. Was ist denn für ein besonderer Tag? Warte mal, hast du etwa den Tag der Geschenke vergessen? Der Tag der Geschenke? Ja, natürlich. Wie konnte ich denn vergessen? So Nein, wie natürlich jedes Jahr. Natürlich habe ich den nicht vergessen, Lami. Hier, bitteschön, ich hab dir schöne Blumen gekauft. Und wo ist mein Geschenk? Dein Geschenk? Ich hab dir hier ganz viele Diamanten geholt. Diamanten, oh, was ein tolles Geschenk, Emily. Das freut mich ja mal mega. Na gut, dann kannst du einfach mal, ein schönes Bad oder so nehmen. Ein Bad? Das ist eine ziemlich gute Idee. Dankeschön, Lami. Oh, Freunde, und jetzt der allerletzte Troll. Das hat heute mega gut geklappt. Ich werde jetzt in der Badewanne das Wasser färben und dann werden sich ihre Haare färben. Das wird auf jeden Fall mega lustig. Na gut, Freunde, wir gucken mal, ist sie schon drinne? Oh, die zieht sich, glaube ich, gerade um. Na gut, Freunde, wir warten noch ganz kurz. Und, wir schleichen uns einfach mal kurz so rein. Zack, zack, zack. Und, bumm. So, und jetzt sollten sich, glaube ich, ihre Haare färben. So, jetzt warten wir auf ihre Reaktion ab und... Was ist das denn? Meine Haare sind pink. Hä, wie siehst du denn aus? Hast du deine Haare Lami, gefärbt? Warum sind meine Haare pink geworden? Das weiß ich nicht. Und warum ist das Wasser pink? Was hast du schon wieder gemacht? Das warst bestimmt du mit deinen doofen Trolls, Lami. Heute ist halt der Ich ärgere Emily den ganzen Tag. Den Tag finde ich total doof. Und außerdem habe ich jetzt pinke Haare. Oh Mann, Lami, das kriegst du auf jeden Fall zurück. Du wirst schon sehen. Das sieht doch super toll aus. Aber Freunde, falls euch diese Folge gefallen hat, wie ich Emily den ganzen Tag geärgert habe, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schaut auch unbedingt bei Emily vorbei und guckt da die Videos an. Die sind nämlich auch mega cool geworden. Und Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder und tschüss. Tschüss.